Ja, ich habe jetzt eben versucht, ein echtes Parallelogramm an die Tafel zu zeichnen. Echt heißt, es ist kein Sonderfall, es ist keine Raute oder kein Quadrat. Und ich wollte jetzt von euch wissen, welche Symmetrieachsen hat dieses Parallelogramm? Welche Symmetrieachsen hat dieses Parallelogramm? Ja, bitte. Die Diagonale. Also einmal dieses hier, das zeichne ich mal so ein. Das ist eine Symmetrieachse. Was noch? Ja, bitte. So, haben wir hier noch eine. War es das oder gibt es noch mehr Symmetrieachsen? Ja, bitte. Senkrecht. Senkrecht, so. Genau, ein Schnittpunkt ja, der beiden. Muss man besser ausdrücken, ja. Ein bisschen schräge. Ja, das hat einen Namen, dieses so ein bisschen schräge. Wie heißt das? Ja? Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es ist parallel zu den äußeren... Richtig, das nennt man Mittelparallele. Und noch, vermutlich die hier. Gibt es sonst noch eine? Gibt es sonst noch Symmetrieachse? Gut, dann muss ich euch heute enttäuschen. Ja? Die waagrechte ist keine. Die waagrechte ist, warum ist die waagrechte keine? Weil wenn wir das jetzt da spiegeln würden. Tun wir mal, spiegeln wir es mal runter an der waagrechten. Dann kommt der Punkt nach hier. Genau. So, dann kommt der Punkt nach hier. Und der Punkt kommt nach da. Und der kommt nach da. Und dann habe ich, so würde das Ding gespiegelt aussehen. Das ist nicht, das ist keine Spiegel. Also die ist schon mal falsch. Sonst noch was? Sind die? Ja, bitte? Ich denke, die Diagonale sind auch keine Spiegelachsen. Nö, wenn ich das rüberspiegel, kommt es wohl völlig anders raus. So, die sind auch keine. Was mit der da? Ja? Nö, ist auch keine. Tatsächlich hat das Parallelogramm im allgemeinen Fall überhaupt keine Symmetrieachsen. Ein typisches Problem. Deswegen sage ich, Leute, was eine Symmetrieachse ist, müsst ihr euch überlegen. Wie gesagt, ihr müsst das spiegeln, so wie ich das hier gemacht habe. Und wenn die Spiegelung tatsächlich auf sich selber liegt, dann haben wir eine Symmetrieachse. Welche Symmetrie hat denn das Parallelogramm? Ja, bitte? Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich ist ein Parallelogramm punktsymmetrisch zu diesem Punkt. Das ist der Schnittpunkt der Diagonale. Das heißt, Parallelogramme sind nur allgemeine, sind nur punktsymmetrisch zum diagonalen Schnittpunkt. Parallelogramme haben keine allgemeine Parallelogramme sind nicht achsensymmetrisch. Spannend, gell, wie viel man da findet immer. Und dessen müsst ihr euch bewusst sein. Was sind denn die typischen achsensymmetrischen Vierecke? Ja, bitte? Rechtecke und Quadrate. Ja, aber noch das niedrigste Viereck wäre, das achsensymmetrisch ist, das gleichschenkliche Trapez. Also gleichschenkliche Trapeze sind, und damit alle anderen Formen, sowas ist achsensymmetrisch, gleichschenkliches Trapez. Und jedes Rechteck ist ein gleichschenkliches Trapez, jedes Quadrat ist ein gleichschenkliches Trapez. Hier fängt Achsensymmetrie an, Achsensymmetrie sieht dann hier so aus. Aber Parallelogramme sind nicht achsensymmetrisch, die sind nur punktsymmetrisch zum Mittelpunkt, also zum Schnittpunkt der Diagonale.